Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier noch in Robco, in der Vertriebszentrale von Robco Industries, denke ich mal. Ja, hier mit Ada und eigentlich hier auf der Suche nach dem Mechanist. Jetzt kann ich mal ganz kurz vorgreifen. Wir haben gestern 2 Stunden unseres Lebens verloren. Das war allerdings nicht auf YouTube zu sehen. Liebe Welt da draußen, diese 2 Stunden müsst ihr ja nicht verlieren. Ich vermute mal, wir sind ganz einfach falsch vorbereitet an die Sache rangegangen. Das heißt, wir können jetzt nicht diesen Weg dort weitergehen. Moment mal. Diesen Weg hier weitergehen und die Tür dort öffnen lassen, denn wir sind unpässlich angezogen. Zum einen und zum anderen haben wir keine Munition mehr. Zum anderen, die erste Stunde war es nämlich so, dass wir reingekommen sind, mit dem Mechanist kurz sprechen durften. Ja, darf ich denn spoilern? Ist das überhaupt gewünscht? Also, es könnte sein, will ich mal ganz vorsichtig sagen, es könnte sein, dass hinter dieser Tür tatsächlich der Mechanist hockt. Es könnte aber auch ganz anders sein. Ihr wisst, mein Gehirn ist etwas löchrig. Ich weiß nicht immer, was ich hier erzähle. Auf jeden Fall, die Stunden, ja, die möchte ich euch gerne, dass die euch erspart bleiben. Und wir haben vergessen, hier einen Roboter zu hacken und ihn auszuschalten. Abschalten oder Selbstzerstörung einleiten. Naja, abschalten geht schneller, deswegen machen wir das jetzt einmal ausnahmsweise. Können wir ja nachher immer noch selbst zerstören lassen, das Ding. So, abgeschaltet ist es. Ja, da steht es. Macht uns immer noch ein wenig Sorgen, ein wenig Angst. Es brummt und summt noch. Ja, hier haben wir einiges übersehen zum Einsammeln. Was heißt nicht übersehen? Oh, da geht's nochmal ab, oder was? Wir sind zu nah. Nee. Da ist eine Wand dazwischen, okay. Wir hatten Glück. Ja, hier ein wunderschönes Feuer. Wahrscheinlich das Feuer, in dem die Versuchspersonen dann verbrannt wurden. Letztendlich, auch das sage ich jetzt nicht zum ersten Mal, auch hier den Kronkorkenvorrat, meine Güte. Ich spoiler ja doch ohne Ende. Ja, ich muss sagen, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, wir haben einen Riesenfehler begangen. Wir sind nämlich zum einen wahrscheinlich falsch angezogen, deswegen geht es jetzt nochmal zurück. Zurück, andere Kleidung holen. Und zum anderen, das war die erste Stunde, da hatten wir zu wenig Munition dabei. Das war ganz seltsam, also da war ein Roboter. Wir haben draufgeschossen, wir haben Ada aktiviert und nochmal aktiviert. Der Roboter hat einfach nichts an Energie verloren. Gar nichts, selbst gegen die Machete. Nichts, also gegen die starke Machete, das hätte ja wenigstens, irgendwas hätte da passieren müssen, finde ich. Bin ich der Meinung, hier waren wir doch letztens, ja genau. Und das war die erste Stunde, war ein sehr interessanter Kampf, aber eine Stunde des Lebens, die halt nie wiederkommt und die erspare ich euch jetzt. Ich greife dir mal vor, wer das unbedingt sehen möchte, ich kann das ja als Fail-Video dann doch noch online stellen, hochladen. Ich habe es natürlich noch für meine Sammlung. Ja, die zweite Stunde ist nicht besser verlaufen. In der zweiten Stunde kamen wir weiter. Wir konnten auch irgendwie, haben wir es geschafft, dann die Roboter nicht zu zerstören, sondern abzuschalten. Das hat sehr gut funktioniert. Dann ging es nicht weiter. Es blieb einfach da und ich denke mal, wir konnten nicht mehr mit dem Mechanist sprechen, weil wir ganz einfach falsch angezogen sind. Ich denke, das wird das Problem gewesen sein. Ich hatte ja schon mal gesagt, der Mechanist gehört ja eigentlich zu einer Gruppe von Superhelden oder Anti-Superhelden, die ja auf jeden Fall auch mit Silver Shroud irgendwas zu tun haben. Und hier oben, denke ich, waren wir ja letztens schon. Okay, das lasse ich diesmal. Okay, Silver Shroud. Haben wir das hier schon gesehen? Also wer hier sich Haarklammern sparen möchte, ich glaube, das habe ich auch schon mal gezeigt beim letzten Mal. Ist alles so lange her. Wie gesagt, die 2 Stunden sitzen mir noch ganz schön im Nacken. Ich habe da echt, also das eine war sogar 1,5 Stunden und darauf komme ich jetzt zu sprechen. 1,5 Stunden. Ja, verflixt. Alle Roboter mittels, also wir hatten zu wenig Munition. Ist ja nun mal so. Aber wir konnten ja die Roboter alle ausschalten. Das haben wir gemacht. Und wir kamen trotzdem nicht weiter. Wir konnten nichts weiter tun. Und deswegen werden wir jetzt die nächste Variante ausprobieren. Wir holen uns das Silver Shroud Kostüm. Und da wir dann schon mal hier sind, nehmen wir auf dem Rückweg jetzt, wir müssen sowieso nach Diamond City, alles mit, was wir hier noch so finden können. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, soll jetzt in unser Inventar kommen. Ja, und das wird ja sicherlich eine Weile dauern, aber wie immer machen wir es gründlich.
und übersehen dadurch nichts. Dann wird es, kann ich schon mal voraussagen, ha, ich kann in die Zukunft sehen, zumindest in meine eigene. Das ist doch schon mal was. Ja, dann kann ich voraussagen, wir werden dann nach Diamond City, wir werden uns das Silver Shroud Kostüm, von dem ich hoffe, dass es da ist. Ich meine, wir haben es da mal irgendwie in die Werkbank gesteckt. Mag mich aber auch täuschen. Oh mein Gott, dann wird das wieder einfallen. Nein, dann lade ich das hoch und dann sieht halt jeder, wie blöd ich bin. Tut mir leid. Wenn das... Nein. So. Bitte keine Beleidigungen. Auch Selbstbeleidigungen. Das zählt nicht. Okay. Ich bin mir irgendwie... Habe ich so das Gefühl, dass das Silver Shroud Kostüm halt irgendwas mit dem Mechanist zu tun hat, dass wir mit ihm nicht sprechen konnten, weil das Kostüm halt fehlt. Wir sind unpässlich angezogen, ganz einfach. Und ich habe so in Erinnerung, dass wir das Silver Shroud Kostüm eben in Diamond City gelassen haben. Bin mir da natürlich nicht ganz sicher. Ist das da unten? Ja, den haben wir einfach stehen lassen. Oder? Können wir den? Ja, den können wir. Den können wir. Den können wir kuhen. Da sieht man es nochmal, diese Waffe. Hilft irgendwie gar nicht. Sie hilft einfach nicht. Sie hilft einfach nicht. Wir müssen höher skillen auch. Ja, das war das eine Problem. Die andere Waffe hat, glaube ich, jetzt noch 80 Schuss, wenn ich mich nicht täusche. Auch damit sind wir nicht sehr weit gekommen. Das Ding da unten kann ruhig da stehen bleiben. Soll uns nicht weiter stören. Ey, da fall nicht wieder runter oder spring ihm auf den Kopf oder... Ja, genau. Dreh dich ein wenig im Kreis. Guck dich um. Mach irgendwas Sinnvolles. Zünd dir erstmal eine Zigarette hier an, hier, und Feuer hast du ja schon. Okay, rauchende Roboter. Ich weiß nicht, ob das so jetzt das Beste war, die beste Werbung. Aber wenn, dann Lucky Strike bitte, ja? Wenn schon, denn schon. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ja, Silver Shroud. Ich denke, oh! Okay, der Augenbot sieht uns nicht. Ah, er ist noch gehackt. Wir könnten ihn aktivieren. Das lassen wir aber schön bleiben. Okay, wir haben ihn wohl schon deaktiviert letztens. Ja, das Silver Shroud Kostüm. Drücken wir mal alle die Daumen, dass ich mich nicht täusche und dass das Silver Shroud Kostüm dann wirklich in Diamond City liegt. Denn sonst, ihr wisst, Schnellreise ist nicht so... Möchte ich nicht so oft nutzen, also könnte es lange dauern. Aber das wird man sehen. Ihr habt ja die Chance, vorzuspulen. Nein, spult bitte nicht vor. Nein, guckt ruhig weiter. Ich bin sicher, wir finden das Silver Shroud Kostüm noch. Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ja, und wenn es nicht... Moment mal. Wenn es nicht in Diamond City ist... Hey, wie kann ich dienen? Dann wird es woanders sein. Bitte. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Also ich weiß nicht warum, Ada gibt uns, glaube ich, den ganzen Schrott, den wir ihr gegeben haben, gibt sie uns jetzt zurück, warum auch immer. Oh, wie nett. Ja, das hätten wir ja vorher mal finden sollen, dieses Seesäckchen dort. Ja gut. Ada ist, ja, auf jeden Fall sehr großzügig und gibt uns gerne dann irgendwelchen Schrott zurück, den wir ihr vorher gegeben haben vielleicht. Wie gesagt, wir werden uns diesmal hier richtig umschauen. Ups, Entschuldigung. Damit wir auch nichts übersehen. Vielleicht haben wir ja doch noch irgendwo was übersehen. Den Hut von Silver Shroud vielleicht. Natürlich sind wir überladen an dieser Stelle. Irgendwann musste das ja mal kommen. Ich denke, wir haben hier wirklich in alle Ecken schon geguckt. Aber hier ist etwas Dunkles. Und, ja, den hatten wir auf jeden Fall. Da hinten liegt keiner mehr, okay. Großer Werkzeugkasten schon geleert von uns. Ja, ich bin gespannt. Ich bin doch so gespannt, wie es weitergeht. Denn eigentlich waren wir ja schon durch mit der ganzen Geschichte. Wie gesagt, 2 Stunden... Mein Fehler, man sollte sich schon vernünftig anziehen und dann auch, vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Sprachoptionen ausgewählt, obwohl ich muss zugeben, ich wurde einige Male, Moment mal, reden, hacken, der ist ausgeschaltet, oder? Ja, lassen wir ihn auch so.
Ja, vielleicht die falschen Sprachoptionen. Ich muss zugeben, natürlich wurde ich da auch einmal. Also ich musste mich ganz kurz hinlegen und irgendwie fing das dann nochmal von vorne an. Ich habe vergessen, F5 zu drücken. Es gibt da so eine Taste unter den Funktionstasten. Da ist eine 5, ein F und eine 5 drauf. Die sollte man ab und zu mal drücken. Ja, auf jeden Fall hatte ich dadurch dann aber die Möglichkeit, eine andere Sprachoption zu wählen. Und wer hier zuguckt, der weiß, länger schon zuguckt, der weiß vielleicht, dass ich... Was ist das eigentlich für ein Knopf? Dass ich immer ein Freund davon bin, oh, tut mir leid. Moment, ich lasse dich wieder rein. Wege zu gehen, die ich zuvor dann eben nicht gegangen bin, oder in diesem Fall eben Sprachoptionen dann auch zu wählen, es sei denn, ich bin mir ganz sicher, dass ich jetzt nicht sarkastisch sein möchte oder so etwas, das mache ich dann auch nicht, selbst wenn das sich das wiederholt. Aber ansonsten nehme ich ganz gerne mal andere Wege als zuvor. Ich nutze dann also die nicht F5-Taste gedrückt haben Situation aus und... Ja, und versuche dann eben einen anderen Weg, der vielleicht auch, also Wege gibt's genug und interessant sind sie fast alle. Haben wir uns verlaufen? Nein, da geht's rauf, denke ich. Hier ist doch auch nichts mehr, oder? Ja, wie gesagt, wir können uns jetzt ganz in Ruhe, ganz entspannt hier nochmal umsehen. Ein paar Sachen, wir haben ja am Anfang uns zurückgehalten. Wir haben hier zum Beispiel die Cola nicht rausgenommen. Oder sie ist respawned, was ich eher glaube, denn ich glaube, Cola nehmen wir eigentlich immer mit. Und, ja, was haben wir noch nicht? Hier hinten in der Ecke scheint nichts mehr zu sein, okay. Da oben waren wir schon, da war der Typ mit dem Zigarettenautomaten. Nanu, warum höre ich mein Herz pochen? Oh. Wir haben etwas viel Strahlung abbekommen. Wir sehen auch aus wie so ein kleiner Vault-Boy-Zombie. Okay, dann nehmen wir mal etwas gegen die Strahlung ein. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu weit vorweggegriffen. Wir werden auf jeden Fall in Kürze vor dem Mechanist stehen und dann werden wir auch korrekt, sage ich jetzt mal, angezogen sein. Ja, ich hätte vorher dran denken sollen, ich weiß, aber... Mal Hand aufs Herz, wer hat wirklich daran gedacht, dass man diesen Silver Shroud Anzug anziehen muss? Ich hätte es beim besten Willen nicht gedacht. Aber, naja, sowas kann passieren eben. Und wie gesagt, das sollte dann einfach mal entspannt. Also das ist ja jetzt nicht so. Also ich hätte das schon hochgeladen, wenn ich da wieder rausgekommen wäre. Das ist ja das Kuriose daran. Ja, wenn ich hätte rauskommen können und zurücklaufen können und dann den Silver Shroud Anzug holen können, hätte ich das natürlich hochgeladen. Das ist gar kein Thema. Aber ich habe irgendwas kaputt gemacht und dann kam ich aus dem Raum einfach nicht mehr raus. Ich war wirklich... Ich habe fast geweint. Das war ein Drama. Ich möchte ja nicht... Ah! Ich glaube, der ist schon... Genau, den aktivieren wir auch nicht. Hoffentlich lässt er uns vorbei. Er lässt uns. Okay. Jetzt habe ich vor Schreck gleich vergessen, wo ich stehen geblieben war in meiner Rede. Ja, die Sache, ich wollte das halt euch ersparen. Ihr müsst ja nicht unter meinen Fehlern leiden, sonst hätte ich das ganz groß dran schreiben müssen. Und ja, ich schreibe sowas nicht gerne. Wenn, dann schreibe ich überhaupt so Heldengeschichten oder so etwas. Irgendwas, wo ich nicht ganz so hilflos dastehe. Sowas schreibe ich dann schon lieber. Ja gut. Weiter geht's auf jeden Fall. Man sieht, wir haben uns ja zurückgehalten und von daher ist hier was drunter. Hier, nichts. Hier, nichts drunter, okay. Und von daher haben wir noch eine ganze Menge hier zum Einsammeln. Zum Beispiel diesen Besen und dieses Eimerchen zum Putzen. Die Putzfrau wird sich zwar wundern, wo ist mein Eimer geblieben, aber... Sie brauchen uns ja nur zu fragen. Das ist keine faire Abmachung, ich weiß. Da haben wir doch tatsächlich diese Blechdose liegen lassen und übersehen. Das gibt's doch gar nicht. Und hier leeres Kühlmittel brauchen wir doch auf jeden Fall. Antiseptikum, glaube ich, kann man daraus gewinnen. Ja, und hier oben Rattengift und Aluminiumdose. Ja, ich muss einfach...
ja, mich konzentrieren jetzt ein wenig, weil das ja jetzt alles schon bekannt ist. Muss ich mal überlegen, waren wir das schon? Also die Gefahr, mich, dass ich mich jetzt hier verlaufe, noch wo ihr alle dabei zuschaut, die ist umso größer jetzt, da ich das ja alles schon kenne. Weil jetzt kommt einem natürlich alles bekannt vor irgendwie. Vorher konnte man ja sagen, nee, das habe ich noch nicht gesehen, das ist mir neu. Das kann man jetzt nicht mehr. Ich zumindest nicht. Mit Mann meint man ja meistens sich selbst. Und das tue ich jetzt auch in dem Fall. Ist da irgendwas Schönes drin? Hoppla, nicht hochspringen. Ach so, wir müssen hier wieder rüber. Das hatten wir ja, ich erinnere mich. Das hatten wir extra aufgelassen hier, das Brückchen. Damit wir, das war, damit eben uns niemand folgt so schnell. Das war der Grund. Und ein wenig mehr sogar. Das haben wir auch hier alles liegen lassen beim letzten Mal. Liegen lassen, nicht gesehen, einfach dran vorbeigelaufen. Oh, ja, aber rauchen. Teddy dabei, mit Helm sogar. Und geraucht hat er mit dem Teddy. Der hat dem Teddy vielleicht heimlich das Rauchen beigebracht. Ein rauchender Teddy. Oh mein Gott, in welcher Welt leben wir eigentlich? In einer Welt der rauchenden Teddys. Da! Noch ein Mitarbeiter. Die sind aber alle... Oh, ja. Die sind aber alle nicht so gut bewaffnet, wie es die Vorschrift doch vorschreibt. Ist es richtig gesagt, der Satz jetzt? Geschafft. Hier haben wir die 20 fehlenden 5,56mm Patronen. Die hätten uns gefehlt bei dem ersten Versuch. Als wir gegen die ganze Roboterhorde dort angegangen sind mit unserer Machete. Also wenn Horde, ja, ich weiß nicht. Ich will ja nicht spoilern, aber jetzt habe ich ja schon wieder getan. Ach, am besten, ich sag gar nichts mehr, oder? Dann kann ich auch nichts falsch machen. Oh, oh, oh. Was ist das für ein... Da waren wir auch schon drin. Mhm. War das ein Teller? Nein. Jede Ecke wird durchsucht, durchsucht und wir haben so viel, was wir hier mitnehmen können. Diesen Eimer, diesen Mob und diesen Schutzhelm. Schutzhelme sind eigentlich viel zu schwer zum Mitnehmen, aber jetzt sind wir sowieso einmal überladen. Das Ding, das macht jetzt auch nichts mehr aus. Ich bin mal gespannt, mit wie viel wir ankommen. Oh mein Gott, wenn wir jemals ankommen in Diamond City... Dann müssen wir ja, glaube ich, erstmal einen kleinen Abstecher, so einen Schwenker machen. Nach Hangman's Alley. Denn Diamond City ist ja gar nicht verbunden mit unseren Siedlungen. Das heißt, wenn wir unseren gesamten gesammelten Schrott jetzt dort ablegen, dann haben wir ja nichts davon. In Diamond City kann man nicht allzu viel bauen. Ein bisschen schon, ich weiß, aber nicht so viel, wie man gerne bauen wollen würde, hätte können, sollen, dürfen. Ja, auf jeden Fall weniger als mehr. Also, es müsste mehr sein. Ich rede einen Quatsch, tut mir leid. Es müsste mehr sein, was man dort bauen kann. Ist es aber nicht. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Wir hatten doch hier den Geschützturm. Ja, dann haben wir den schon mitgenommen. Eine Schallplatte. Militärstandard und... Giddy up, Buttercup und Südnor. Seht nur, wie lieblich der kleine Außerirdische da drauf gestellt ist. Das außerirdische Spielzeug. Niedlich. Können wir den mitnehmen? Ja. Da fällt es gleich runter. Spielzeug Außerirdischer. Für uns. Und hier liegt noch jemand. Okay. So viel Klebeband. Ja, wunderbar. Aber man sieht schon, es ist sehr wenig. Naja, wir haben unsere Glückssachen nicht an. Eine Sekunde, wobei wir haben unsere Glückssachen nicht an. Warum eigentlich nicht? Weil wir die ganze Zeit gehofft hatten, mit dem Mechanist zu sprechen und dafür unsere Charisma-Kleidung angezogen haben. Und jetzt ziehen wir halt wieder unsere Glückssachen an. Und da haben wir schon Glück. Wir haben den zerstörten Geschützturm. Der nächste Kampf steht bevor. Ich hoffe nur, dass wir beide ihn überleben werden. Ja. Ich auch und ich glaube, wir haben schon zweimal überlebt. Mhm. Ja, ich gebe es ja zu, ich bin nur zurückgegangen, um dieses Trinkglas zu holen, das da gerade noch stand.
Und hier ist auch nichts drin. Ach ja. Eine Kaffeetasse. Ja, es gab auch Frauen, genau, die hier gearbeitet haben. Moment mal. Ha! Holoband des leitenden Ingenieurs. Terminal des Chefingenieurs. Ja, wenn wir das übersehen haben, dann waren wir doch hier auch nicht dran, oder? Da müssen wir gleich mal reingucken. RB 2851 schon wieder. Technik. Thomas Harkin. Warnung. Sicherheitsalarm. Epsilon römisch 6 aktiviert. Alle Systeme wurden gesperrt. Sichern Sie Ihre Station und warten Sie auf weitere Anweisungen. Erwartungsfall 0900-788-9-B. Okay, Erwartungsfall 0900-7889-AB. Nach der Kuppelimplantation kam es beim Hirn des Objektes zu physischen Veränderungen. Die Dura wurden unregelmäßig braun und begann sich nach nur 12 Stunden in der Lösung zu zersetzen. Wie sich herausstellte, war das Biogel mit Schwefelsäure verunreinigt, die aus dem Poliermittel für die Kuppel stammte. Das Gel reagierte mit der Säure, was leider zu einem Totalverlust des Subjekts führte. Wir müssen das Ganze wohl als dummen Zufall abschreiben und auf ein anderes Poliermittel umstellen. Müssen wir wohl tun. Das kam mir jetzt sehr bekannt vor. Der Wartungsfall 0900-8112-AB. Wartungsfall 0900-8112-AB. Wir haben weiterhin Probleme damit. Die Verbindung zwischen dem Neuralinterface und den Nervenenden des Rückenmarks aufrechtzuerhalten. Die Nerven stoßen die Verbindungen schneller ab, als wir sie neu herstellen können. Ich weiß, dass wir gehofft hatten, das Rückenmark bei den Robohirnen zu erhalten, aber das ist offenbar nicht möglich. Ich schlage vor, dass wir wieder zum ursprünglichen Plan zurückkehren. Der gute alte Hirn-im-Glas-Prototyp. Dadurch werden deutlich weniger Lebenserhaltungssubsysteme benötigt. Außerdem reduziert sich die Produktionszeit um fast ein Drittel. Ich werde meine Ergebnisse morgen an die hohen Tiere in Washington schicken. Auch das kommt mir bekannt vor. Auch das hatten wir, denke ich, schon. Wartungsfall 0900-8777-AC. Erwartungsfall natürlich 0900-8777-AC. Wir haben die erste Ladung Robohirne von der Testabteilung zurückbekommen und sie sehen übel aus. Gesprungene Kuppeln, gerissene Ketten, überladene Fusionsspulen, durchgebrannte Schaltkreise. Ich könnte die Liste ewig fortführen. Diese eine Sache macht mir allerdings Bedenken. Laut den Testern interpretieren einige der Robohirne Befehle falsch. Es scheint so, als würden die Hirne die Befehle übermäßig analysieren und dann entscheiden, die aus Effizienzgründen anzupassen. Meistens führt das zu Sachbeschädigungen, es gab aber auch ein paar tote Zivilisten. Ich habe mir die fraglichen Einheiten genau angesehen und kann aber keinen Fehler finden. Ich muss die Sache wohl an die Forschungsabteilung weiterleiten, mal sehen, ob die mehr Erfolg haben. Immerhin trifft unsere Abteilung keine Schuld. Ja, das hatten wir alles. Aber damit es komplett ist, lese ich auch das gerne nochmal vor. Wartungsfall 0900-9113-AR. Lesen ist ein Hobby von mir, deswegen kann ich gar nicht anders, wenn ich was sehe, muss ich es lesen, ob ich will oder nicht. Wartungsfall 0900-9113-AR. Eins der Robohirne wurde mit einem fehlerhaften Sprachmodul produziert.
Es spricht alles rückwärts. Das hat mir Sorgen bereitet, also habe ich die Produktion für fast 8 Stunden gestoppt und die Software und die Audiomontageeinheit genau zu untersuchen. Ich konnte allerdings nichts finden, also habe ich das Ganze als Panne in der Produktion vermerkt und die Fertigung wieder anlaufen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie es zu so einem lächerlichen Fehler kommen konnte, aber ich vermute, einer der Typen oben hat sich einen Spaß erlaubt. Nun gut, ich bin sicher, es tut mir leid. Es tut mir leid. Nein, es tut mir... Ich wollte das jetzt lesen, weil ich einfach... Ich war jetzt selber interessiert daran, was da steht noch weiter. Jetzt habe ich aber durch das ganze Lesen und hier kamen wir her, oder? Mein Gott, jetzt finden wir den Ausgang nicht mehr. Wir finden hier nie mehr raus. Doch, hier waren wir noch nicht. Überall, wo noch Sachen rumliegen, die wir nicht eingesammelt haben. So eher nicht so ganz nützliche Sachen, so Kram. Sowas wie hier Chemieglas meine ich. Oder hier so eine blaue Kiste, in die wir noch nicht geguckt haben. Okay. Ja, jetzt habe ich mich aber wirklich verfranst. Total. Müssen wir hier rauf oder kamen wir von oben? Ich riskiere es mal. Ich sag mal, wir gehen jetzt hier hoch. Also mein Ziel wenigstens für diese Folge ist es, wenigstens aus diesem Gebäude hinauszukommen. Und ich denke, das sollte zu schaffen sein, auch wenn die Folge dann vielleicht ein bisschen länger wird. Wenigstens rauskommen ist das Ziel. Natürlich etwas überladen, aber unwesentlich. Hier, da der Helm, hier waren wir noch nicht. Zumindest jetzt noch nicht, also beim Rausgehen noch nicht. Ach so, hier sind wir erst. Da sind wir ja nicht sehr weit gekommen, meine ich. Oh, Gläser und Holz. Oh, wie konnten wir so etwas? Impulsgranate, ja, die hätte ich auch gerne mal ausprobiert. Gegen die Roboter. Wieso haben wir die übersehen? Man weiß es nicht. Von unten sind wir doch gekommen. Das kann doch jetzt unmöglich hier der richtige Weg sein. Müssen wir vielleicht hier rauf? Nein. Ah nein, hier waren wir doch. Hier waren wir. Da sind wir da oben gerade hochgesprungen, oder nicht? Und dann waren wir oben. Und wie geht das jetzt hier wieder raus? Ja, da waren wir gerade oben. Von da drüben sind wir gekommen vorhin. Gerade eben noch. Da muss hier irgendwo der Ausgang sein. Ja, wie gesagt, wenn man einmal schon hier war, dann ist es gar nicht mehr so einfach. Ich meine, man hat ja jetzt auch nicht die Anzeige im Radar. Im Radar. Woran man sich halten könnte. Da unten waren wir gerade. Och, ist das denn wahr? Okay, das wird eine super extra, super duper lange Folge. Sehe ich schon. Und leider ist es nicht live, sonst könnte jetzt irgendjemand einen Tipp geben. Geh doch da, geh doch da. Ich höre euch ja rufen. Hilft bei der Verteidigung von Oberland Station. Ja, jetzt sind wir wieder unten. Das kann aber auch nicht richtig sein. Und hier waren wir auch überall schon. Da waren wir. Irgendetwas läuft hier nicht ganz richtig. Ja, ich laufe nicht richtig. Ich laufe immer in die falsche Richtung, habe ich so das Gefühl. Ich laufe im Kreis. Vielleicht kommen wir hier auch nie wieder raus. Muss ich noch einen Speicherpunkt zurückgehen? Dann wird das wieder eine Fail-Folge. Nein, bitte nicht. Waren wir hier schon? Okay, ich glaube, hier sind wir richtig. Also hier waren wir auf jeden Fall. Roboterlager-Steuerungsterminal.
Ich verkneife mir das Lesen jetzt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wir waren hier... Das war gar nicht so einfach. Wir waren hier ständig beschäftigt mit irgendwelchen Robotern an dieser Stelle, die uns ziemlich zugesetzt haben. Und genau, das Roboterlager. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal gut. Genau, da hinten waren wir auch. Ja, ich weiß, es ist schwer, so zu laufen. Die Fußknöchel knacken schon weg. Das ist wie eine Brotkrumenspur, eine nicht aufgelesene. Einfach den Sachen folgen, die noch irgendwo liegen. Einfach all die schweren Sachen, die wir beim Reingehen nicht mitnehmen wollten, jetzt mitnehmen. Ja, und es macht immer noch Spaß, wenn man so viel findet, auch wenn das relativ nutzlos scheint. Das ganze Zeugs. Der Lappen hier zum Beispiel. Da! Pümpel! Brauchten wir nicht Gummi letztens an der... an dieser Maschine. Roboter... Werkbankmaschine. Ich meine, da brauchten wir Gummi. Jetzt haben wir Gummi gefunden. Aber ich meine, wir brauchten sowas um die 8 Gummi und wir hatten 3 Gummi und das bringt keine 5 Gummi. Das bringt wiederum nur 3 Gummi. Als ob ich mir das alles gemerkt hätte. Da habe ich mich jetzt erschreckt. Hier läuft noch irgendetwas. Vielleicht können wir das auch mal ausstellen. Ja, das war eben das Problem da in dem Raum. Ich dachte die ganze Zeit, Kerl, das gibt's doch nicht. Hier muss ein Knopf sein. Aber ich hab wirklich... Das hat nicht umsonst anderthalb Stunden gedauert da drin. In jede Ecke, da war nicht sehr viel zu durchsuchen. Das war ein ziemlich übersichtlicher Raum, sage ich mal. Naja, wir werden es ja sehen dann noch in ein, zwei Folgen später. Werden wir es sehen. Ada hilft fleißig mit. Brotkrumenspur. Oh. Tja, kein Knopf. Also wie gesagt, kann es nur an der Silver Shroud Kleidung gelegen haben. Werden wir sehen. Ja, ich bin sicher, vielleicht haben wir auch irgendwo einen Schlüssel oder irgendwas entdeckt. Da waren nämlich verschlossene, verriegelte Türen, waren da schon zu sehen. Die wir nicht aufbekommen haben. Ja, wirklich. An die Decke sind wir gesprungen. Sogar nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein. Tja, es ist aber doch interessant, wie viel wir haben liegen lassen. Ja, wir sind gleich draußen. Das heißt, die Folge ist auch gleich vorbei. Dauert nicht mehr lange. Ich beeile mich hier mit dem Absuchen von allem Möglichen. Ah, diese Dinger, die... Naja, ich will nicht so viel verraten. Das wird dann ja gleich vielleicht nochmal passieren mit Silver Shroud. Ich weiß nicht, was da so auf uns zukommt. Okay, der Ausgang ist da zu sehen, aber das ist nicht der richtige. Wir waren nämlich in einer Vorhalle, in einer Anmeldehalle so etwas mit Computern, ganz vielen Computern. Commonwealth. Ja, entsperren Schlüssel der Robco Vertriebszentrale bräuchten wir sowieso dafür. Moment.
ist nichts mehr drunter. Ada ist schon mal vorgerannt. Ach ja, hier unten ist der Terminal mit den Katzenhaaren. Genau, dann können wir doch den Spüllappen diesmal mitnehmen. Sonst noch was? Ein ganzes Fell voller Katzenhaare. Ein ganzes Fell Katzenhaare, auf jeden Fall so. Okay, da sind wir am Eingang. Wir dürfen dann nochmal zurück gleich. Okay, hier haben wir so gut wie alles mitgenommen. So gut wie? Nein, wir haben alles liegen gelassen. So rum wollte ich das formulieren. So gut wie alles haben wir hier liegen gelassen. Die Vergangenheit sorgt immer wieder für interessante Funde. Du sagst es. So, also wenn wir jetzt irgendwie was übersehen haben sollten, dann, ja, dann war das wirklich gut versteckt. Oder zu offensichtlich für uns. Ja, ich denke, wir können dann in der... Nee, oder gehen wir jetzt raus? Ja, weil wir haben ja schon ein Thumbnail von draußen, haben wir ja schon eins. Dann machen wir diesmal eins hier. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Sage Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.